Heute ist ein guter Tag für Kinder, für Familien und für Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen in diesem Land. Denn das Kabinett hat den Gesetzentwurf für ein Kita-Qualitätsgesetz beschlossen. Damit stecken wir in den nächsten 2 Jahren zusätzlich 4 Milliarden Euro in die Kita-Qualität in diesem Land. Das war nicht ganz einfach angesichts der Unwägbarkeiten. Denken Sie an die Corona-Krise, Ukraine-Krise. Waren die Verhandlungen nicht ganz einfach. Umso stolzer bin ich, dass wir es gemeinsam hinbekommen haben, diese Mittel zu mobilisieren für die Kita-Qualität in diesem Land. Wir investieren mit diesem Geld, mit diesem Gesetz in die zentralen Bereiche für die Qualitätsentwicklung in den Kitas. Das sind natürlich vor allen Dingen erstmal das Thema Fachkraft-Kind-Schlüssel. Das ist das Thema überhaupt Gewinnung von Fachkräften und Sicherung von Fachkräften. Das ist natürlich auch das Thema sprachliche Bildung. Es geht weiter mit dem bedarfsgerechten Angebot an Kitas und einer starken Kita-Leitung. Es geht auch darum, Maßnahmen für die Ernährung, für Gesundheit, für Bewegung für die Kitas zu ermöglichen. Und auch die Qualität in der Kindertagespflege wollen wir damit verbessern. Deswegen ist heute auch wirklich ein guter Tag für Chancengerechtigkeit in diesem Land. In der Kita wird das Fundament gelegt für Bildung, für soziale Teilhabe, für eine gesunde Entwicklung. Chancengerechtigkeit fängt in der Kita an. Und dieses Gesetz trägt dazu bei, dass tatsächlich alle Kinder, egal wo sie wohnen in Deutschland und egal welches Einkommen ihre Eltern haben, eine Chance haben auf frühkindliche Bildung.